ist Henning Zurt von der DWG. Von was? Von der DWG spreche ich mit dem Herrn Heinrich Breitsamer. Ja, was ist denn DWG? Ach, ich brauche wahrscheinlich gar nicht weiterreden. Sie sind bereits Rentner, oder? Nee, Nee? ich bin erkältet. Ach so, Sie sind erkältet. Okay, ich dachte, Sie wären Was Rentner möchten schon Sie denn bald. bitte? Also passen Sie auf. Wir melden uns zurzeit von der DWG, und zwar melden wir uns bei allen Arbeitnehmern, die entweder arbeiten gehen bereits oder eine Ausbildung machen. Ja. Man hat nämlich nochmal einen Anspruch auf einen Zuschuss vom Finanzamt. Aha. Und jetzt kommt die Frage, gehen Sie arbeiten? Ja, natürlich. Ja, jetzt gerade nicht, aber ansonsten schon. Gehen Sie arbeiten, wunderbar. Ja, Dann ja. können Sie nämlich, Herr Breitsamer, sich ab diesem Jahr einen Zuschuss von 20% vom Finanzamt holen, und den gibt es auf die vermögenswirksamen Leistungen. Und Aha. die vermögenswirksamen Leistungen, die bekommt man ja über seinen Arbeitgeber. Das wissen Sie vielleicht. Ja, die bekomme ich. Bekomme ich auch. Die bekommen Sie schon. Haben Sie einen Bausparvertrag oder haben Sie Ja, eine ja. Wir haben so eine Altersvorsorge? Bauspargeschichte und es gibt halt auch wie heißt das nochmal, Tantiemen, ne? Ja, weil es ist nämlich so, jeder Arbeitnehmer kann sich dreimal die vermögenswirksamen Leistungen holen. Einmal in Form von Bausparen, einmal in Form von Altersvorsorge und einmal in Form von Produktivsparen. Und was ich Ihnen jetzt erzählen möchte, ist das Produktivsparen. Ja, Ja. und das ist halt ab diesem Jahr besonders attraktiv, weil es eben einen Zuschuss vom Finanzamt gibt von 20%. Das Ja. heißt, wenn Sie vermögenswirksame Leistungen dann hätten, hätten Sie am Jahresende 480 Euro in der Sparanlage drin, und daraus Aha. gibt es nochmal 20% vom Finanzamt. Und das heißt, Sie haben am Jahresende 600 Euro steuerfreies Einkommen zu Ihrem normalen Gehalt nochmal obendrauf. Ja? Ja, das ist ja nicht verkehrt, ne? Das ist nicht verkehrt. Und diesen Zuschuss, den muss man natürlich beantragen. Den kriegt man nicht einfach so geschenkt vom Finanzamt. Ja, das Den wäre muss ja man auch das beantragen, erste und Mal, dass die was freiwillig hergeben. dass die was freiwillig, genau. Aber das Finanzamt bezahlt diesen Zuschuss, wenn der Arbeitnehmer diese vermögenswirksamen Leistungen beantragt hat. Und das kann man, oder das können Sie bei mir beantragen. Aha. Und dann haben Sie 19 Jahre lang, bekommen Sie dann diesen Zuschuss vom Finanzamt bezahlt. Ja, also 19 Ja. Jahre lang kriegen Sie dann quasi die 600 Euro auf Ihr normales Gehalt nochmal obendrauf. Monatlich. Nee, jährlich. Naja, immerhin. Jedes Jahr, und das 19 Jahre lang. Rufen Sie Und denn da von haben Sie der ja. Personalabteilung an? Bitte? Sind Sie von der Personalabteilung? Nee, wir sind hier von der. Unsere Firma ist die Deutsche Wohnungsbaugenossenschaft. Wir kümmern uns normalerweise bundesweit um Wohnungen, ja. Ja. Aber wir machen das zurzeit auch, dass wir die Arbeitnehmer informieren über diese Neuerung bei den vermögenswirksamen Leistungen. Ja, Aha. und wenn Sie, und damit Sie eben diesen Anspruch nicht verlieren als Arbeitnehmer, weil das Geld steht Ihnen ja zu, deswegen können Sie bei mir eben diesen Antrag stellen, und der Arbeitgeber und das Finanzamt von Ihnen, die kriegen auch von uns Bescheid, dass Sie eben dann ab der nächsten Gehaltszahlung diesen Zuschuss dann bekommen, ja, Ja. Herr Breitsamer. Und jetzt ist die Frage, haben Sie ein einigermaßen günstiges Internet? Ja. Haben Sie? Weil dann, Entschuldigung, dann würde ich Ihnen Ich nämlich hoffe, ich diesen habe Sie jetzt nicht Antrag. angesteckt. Nee, nee, alles gut. Nee, nee, ich habe nur irgendwie einen trockenen Hals. Oha. Dann würde ich Ihnen nämlich gerne mal diesen Antrag per E-Mail zuschicken, und dann füllen wir den gemeinsam aus. Da kommt eben nur Ihr Name rein, Ihre Adresse, Name, Adresse vom Arbeitgeber. Dann wird der Antrag online bewilligt. Das heißt, der wird auch gleich bewilligt. Sie müssten dann nur noch mal beim Kollegen anrufen von mir, müssten sich mit Ihrem Ausweis dort nochmal ausweisen. Da wird nur Ihre Adresse verglichen. Und dann rufe ich Sie noch mal kurz an, dann schicke ich Ihnen dann zum Schluss die Unterlagen per Post zu. Die haben Sie dann in den nächsten 2, 3 Tagen. Ja. Ja, und dann bekommen Sie ab der nächsten Gehaltszahlung, die ist ja dann wahrscheinlich bei Ihnen
nehme ich mal an, auch im Juli. Nee, zum 15. jetzt, ne? Ja, das wird ja klappen, das wird ja wunderbar hinhauen. Jetzt haben Das wir ja erst. ist aber Heute haben umständlich bei Ihnen. Erst anrufen, ausfüllen, hin und her schicken, wieder anrufen. Das geht doch einfacher. Nee, das ist ja ganz einfach. Wir machen ja, wir rufen ja an und Sie werden gleich, wenn ich Ihnen den Antrag geschickt habe, dann sind Sie gleich auf meinem Computer drauf. Da sehen Sie alles, was ich hier mache und was ich Ihnen erzähle, sehen Sie alles. Und dann schicken wir Ihnen das alles per Post zu, dass Sie das alles schriftlich haben. Und wie gesagt, der Arbeitgeber, der kriegt Bescheid, das Finanzamt kriegt Bescheid in Baden-Baden. Und dann können wir das so machen, Herr Breitsamer. Na, das Also, hört es sich ist eine ja tolle Sache. interessant Es an. ist eine tolle. Bitte? Ich sage, das hört sich interessant an. Das ist auch interessant, weil warum soll man das Geld verschenken, wenn es einem zusteht, gell? Aber Wie schenkt einem gesagt, ja und keiner was. ja, in dem Fall zahlt das Finanzamt eben diese 100 Euro jährlich, nur dann logischerweise, wenn der Arbeitnehmer, in dem Fall Sie, wenn Sie dann auch die vermögenswirksamen Leistungen beantragt haben. Und das können Sie bei mir machen. Ja. Also, passen Sie auf, ich würde Ihnen gerne, das Ganze dauert so 8, 9 Minuten, dann sind wir fertig, Herr Breitsamer. Ich würde Ihnen gerne mal diesen Antrag zuschicken. Ja. Warten Sie mal ganz kurz. Ich mache Worauf das denn? gerade mal. Bitte? Worauf soll ich warten? Ei, auch ich schicke Ihnen jetzt diese E-Mail zu, diesen Antrag, wissen Sie? Ach so. Ja, schicke ich Ihnen gerade mal zu. Warten Sie mal, das schicke ich Ihnen gerade mal zu. Also, Sie haben ja die E-Mail-Adresse, haben Sie hinterotter@gmail.com, richtig? Ja. Ist das Ihre E-Mail-Adresse? Ja, natürlich. Wunderbar, dann mache ich nämlich gerade Folgendes. Dann schicke ich Ihnen gerade mal die E-Mail zu, die kriegen Sie gleich. Ja, ich mach schon So. mal den Computer an nebenbei. Ja, alles gut, alles gut. Hab im Bett Super. gelegen bis eben. Ach so, sorry, habe ich Sie gestört? Na, ich lieg ja mit Corona zu Hause, ne? Oh je. Ja. Darf ich mal fragen, wie alt Sie sind, weil Sie. Nochmal? Darf ich mal fragen, wie alt Sie sind? Ja, ich bin 57. 57. Ja. Jetzt muss ich mal schmunzeln, weil durch Ihre Stimme klingen Sie ein bisschen, als wären Sie schon in Rente. Deswegen habe ich eben gefragt, sind Sie bereits Rentner? Nee, alles gut. Ja, ich habe ja kaum noch Stimmen, ne? Aber ich habe auch schon Corona gehabt. Ich Ja. habe Corona gehabt vor, das war im, das war dieses Jahr im März war das. Oh. Sie haben es ja Nee, warten Sie scheinbar mal, letztes Jahr. geschafft. Letztes Jahr im März war das Blödsinn. Ist ja gar nicht wahr. So Das war lange ist letztes das Jahr im schon März. her. Ja, letztes Jahr im März. Ich bin jetzt einmal geimpft und aber ich hab's nicht so schlimm gehabt. Das ging noch. Haben Sie, aber Sie haben's auch nicht so schlimm, gell? Nee. Naja, außer dass ich mich anhöre wie so ein geschundener Maulwurf, geht das Sie eigentlich? hören sich, wie gesagt, ich habe wirklich gedacht, Sie wären schon in Rente, weil die Stimme klingt ein bisschen kratzig, ja. Ja, die Aber haben ja egal. auch gestern bei meinem Lieblingspizzamann nicht geglaubt, dass ich das bin. Beim Lieblingspizzamann dachten Sie wahrscheinlich, Ich die darf ja werden nicht irgendwie. raus, ich wollte mir was zu essen bestellen. Die Ja, haben natürlich, gedacht, klar. das ist ein Telefonstreich, jemand, der mich ärgern möchte. Genau. Ich meine, vielleicht Ist kennen ja Sie nicht. das. Da war ja bei YouTube mal dieser Mimon Baraka, der da immer diese Live-Geschichten gemacht hat. Dem haben sie ja immer Pizza nach Hause geschickt, weil er so dumm war, seine Adresse zu sagen. Und ich wohne dummerweise im gleichen Stadtteil. Und da sind die jetzt, sag ich mal, sehr sensibel geworden. Ach so, verstehe, okay. Ja, das Das ist schrecklich. ist ja super, ja, wunderbar, Ja, ja, was will man wunderbar. machen, ne? Ja, der wünscht Ihnen erstmal gute Besserung. Ich meine, Ja, das wird danke. er wieder werden. Ja, ich Wenn Sie hoff's auch. 57, sind, dann sind Sie ja jünger wie ich, meine Güte. Ich hätte jetzt gedacht, Sie sind so um die 30. Um die 30, vielen Dank, ich bin 59, ja. Na, sehen Sie mal. Na, sehen Sie mal. Aber das wird wieder werden. Alles Ja, Gute, wie gesagt. natürlich. Also, natürlich, klar. So, dann sagen Sie mir doch bitte mal, ich brauche mal erst den Namen von Ihrem Arbeitgeber, wie der Arbeitgeber heißt, wo Sie arbeiten. Ich weiß gar nicht, ob ich darüber sprechen darf. Doch, das dürfen Sie machen, weil das wird ja alles hier, das sind ja alles Daten, die wir ganz vorsichtig behandeln. Die bleiben auch bei uns im Haus, die kommen nicht woanders hin. Weil der Arbeitgeber kriegt ja auch von uns Bescheid, der kriegt ja Post, ja, also das ist alles,
Da brauchen Sie keine Angst zu haben, Herr Weil, Breitsamer. was haben Sie denn für eine Sicherheitsfreigabe? Also wir, die Sicherheit, die Sie bei uns haben, ist die, dass Sie, dass wir keine unbekannte Firma sind. Wir sind also schon seit langer Zeit am Markt vertreten. Wir haben unseren Hauptsitz in Mainz. In Ja, Mainz, das, in Rheinland-Pfalz. mir ging es Und jetzt um die Sicherheitsstufe, für die Sie freigegeben sind. ja, wir haben, was heißt Sicherheitsstufe? Wir machen das tagtäglich hundertfach, dass wir die Arbeitnehmer anrufen, bundesweit, also nicht nur in Ja. Baden-Baden, sondern überall. Und wir dürfen das gar nicht machen, und diese Adressen, die wir haben, also in dem Fall Ihre Adresse, die haben wir, das kann ich Ihnen auch sagen, woher die ist. Und zwar haben Sie mal irgendwann Traumauto-Gewinnspiel irgendwie was gemacht. Aha. Und Und da da haben haben Sie Sie die wohl damals, Adressen und eingekauft. da haben Sie wohl damals Ihre Adresse dagelassen mit der Telefonnummer und haben auch dann zugestimmt, dass die Adresse weitergegeben werden darf. Weil wir dürfen nur Adressen anrufen, logischerweise wegen Datenschutz, die Ja. auch vorher zugestimmt haben, dass die Adressen weitergegeben werden dürfen. Es wundert mich nur, dass die Deutsche Wohnungsbaugenossenschaft, sag ich mal, bei Datenhändlern Daten einkauft. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Doch, das machen wir. Also das sind auch alles, wie gesagt, irgendwo Partner von uns, mit denen wir schon lange Zeit zusammenarbeiten, Ja. weil diese Adressen dürften wir gar nicht nehmen oder die dürften wir gar nicht anrufen, wenn das nicht so wäre, dass der, in dem Fall Sie, das zugestimmt haben vorher. Weil es gibt natürlich auch schwarze Schafe, die dann Sie anrufen und sagen, Herr Breitsamer, Sie haben was gewonnen, geben Sie mal Ihre Kontonummer raus, ja. Ja, das Und Traurige das. ist halt, dass diese Leute, die da mit Betrugsabsichten anrufen, die kaufen die Daten aus der gleichen Quelle wie ihre Firma. Sag ich, da würde ich mich ja nicht in einem Atemzug mit nennen lassen wollen. Nee, ich sage nur, es gibt natürlich schwarze Schafe, die machen das. Das sind aber auch oftmals Firmen aus dem Ausland. Da kommt ein Anruf irgendwoher aus der Türkei Ja, das oder kennen wir aus ja. Griechenland oder wo. Und dann rufen die an und sagen, sie haben gewonnen, geben sie mal ihre Kontonummer. Und das machen dann auch teilweise auch gerade ältere Leute, ja. Das Ja, ist ja oftmals so, dass viele drauf reinfallen. das stimmt. Das dürfen sie niemals machen. Also ich möchte auch von ihnen keine Kontonummer haben, gar nichts, ja. Das brauchen wir alles nicht. Also, wie gesagt, das ist alles ganz seriös. Wenn Sie mir bitte mal den Namen des Arbeitgebers sagen würden, dann kann ich den hier eintragen. Ja, das ist, soll ich buchstabieren? Nur, Sie können auch den Namen mal sagen. Ich kann es ja mitschreiben. Ja, Special Strategic Services. Special, Ja. also Spezial, Ja, mit Cäsar geschrieben. ja, Special. Strategic. Wie heißt das? Strategic, wie strategisch auf Ach Englisch. so. Stra Strategic Strate mit Cäsar am Ende. Special Strategic. Services. Moment, ich hab einen Fehler gemacht. Moment, ich muss nochmal neu machen. Also Strategic und Services. Jawohl. Services. Sir, wie Sirs. Meine Güte, ist ja eine. Ist das eine englische Firma oder eine amerikanische? Ja, das ist ja im Prinzip private Militärdienstleistung. Sag mal, auf Ah, gut ja. Deutsch wird man Söldner sagen. Darum fragte ich Aha. nach der Sicherheitsfreigabe bei Ach Ihnen. so, ach so, ach so, gut. Also Special Strategic Services, okay. Ja. Ist das irgendwie GmbH oder einfach nur so, ja? Nee, nee, Okay. das existiert ja offiziell alles gar nicht. Wie existiert gar nicht? Na, das würden Sie jetzt, sag ich mal, nicht im Branchenbuch finden. Ach so. Ja gut, Ja. aber die Firma gibt's schon, weil. Na, so bezeichnet, das ist, sag ich mal, was wir als Combat Pets auf der Schulter haben, ne? Ich sag Aha. mal, wir sind ja im Prinzip, sind wir dem Generalkonsulat der Russischen Föderation in Hamburg unterstellt. Aha. Interessant. So, dann sagen Sie mir mal die Straße, wo die da sind. Ja, das ist ja im Prinzip am Feenteich. Am, Moment, am. Wie die Fee. Ja, Am Feenteich. Feenteich, ja, 20. 20 und die Postleitzahl, Das ist 220 ja, 85. 85 und das ist wo? In Hamburg. Hamburg. Ham
Und Sie wohnen in Baden-Baden, oder nicht? Ja, das ist ja im Prinzip meine Tarnidentität. Aha, aber die Firma, ich muss nochmal fragen, die Firma gibt schon Tarnidentität. Ja, das ist ja, sag ich mal, also, sag mal, das ist ja, sag mal, konsularische Arbeit ist ja, sag ich mal, keine Firma. Ich sag mal, wir unterstehen ja, sag ich mal, personell, wie gesagt, eben dem russischen Generalkonsulat in Hamburg und Aha. übernehmen da, sag ich mal, halt die delikateren Geschichten, ne? Aha. Ich muss Ja. mal gerade was gucken. Hier, warten Sie mal. Ich guck mal gerade bei Google, ob ich da was finde. Warte mal. Das werden Guck Sie mal gerade. nicht. Werde ich nicht. Special. Und es ist also, wenn Sie das jetzt, sag ich mal, bei Google eingeben, sag mal, haben Sie halt natürlich eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass die Amerikaner Sie dann hinterher auf dem Schirm haben. Warte mal, ich gucke halt mal, ob da was kommt. Partnership. Nee, Partnership ist nicht. Services. Strategisch Services. Services. Ja. Doch, da kommt was. Moment mal. Ja, da kommen die aber vom britischen OSS. Das ist halt also mit uns nichts zu tun. OSS. Was ist das denn, ja? Special Weapons. Nee, Quatsch. Das denn jetzt relevant für Sie? Nee, ich wollte mal gucken, wo das ist, was das ist, aber da kann man nichts weiter sehen. Also die Firma gibt es also unter am Feenteich 20 in Hamburg, das ist alles okay, ja? Ja, Gut. das ist ja die Anschrift vom russischen Generalkonsulat im Ach Prinzip. so, aha, okay, Ja. gut. Und darf ich mal fragen, was Sie da machen? Na, ich bin ja offiziell bin ich als diplomatischer Mitarbeiter dort beschäftigt. Ah ja. Also in Baden-Baden. Nee, nee, das ist ja in Hamburg natürlich. Ach so, Aber Sie. Ach. Sie wissen ja, sag mal, Baden-Baden ist ja die russischste Stadt außerhalb Russlands, ne? Aha. Aber Sie wohnen schon in Baden-Baden und Sie fahren immer dann nach Hamburg, oder Das wie? ist halt im Prinzip in Baden-Baden die Meldeanschrift, ne? Ach so, alles klar. Okay. Na gut, wird ja alles stimmen. Das war jetzt für mich ein bisschen. Aber wenn Sie das sagen, das glaube ich Ihnen dann mal. So, Sie schicken mir dann, das jetzt per E-Mail ich zu. schicke Ihnen da, passen Sie ab. Ich brauche nochmal von Ihnen bitte Ihren Familienstand. Sind Sie ledig, verheiratet oder geschieden? Verwitwet. Also sind Sie, ja, Ja, geschieden ist, demzufolge nach dann ledig. genau, das ist ledig, genau, demzufolge nach, genau. Haben Sie Kinder, wenn ich fragen darf? Ja, drei Stück. Das ist ja ein Ding, super. Ja. Super, ja, ich habe nur eins, aber gut, reicht mir auch schon. Ja, das ist ja anstrengend genug, kann ich mir vorstellen. Ja, bei dreien ist es noch anstrengender. Ja, Aber das ist mir bewusst. Das waren Drillinge, das ja. war eine lustige Zeit. Drillinge waren Ja, das. ja. Aha, super. Wo Dann sitzen Sie heißen denn Sie. mit Ihrer Telefonzentrale? Also wir sind hier in Mainz, in Rheinland-Pfalz. Ah ja, das ist ja auch eine schöne Ecke, ne? Schöne Gibt's Stadt auch, ja. bei Ihnen US-Militärstützpunkte? Nicht mehr, nee, nee. Nee, ist alles weg. Ist alles weg, ja. Und sonst so in letzter Zeit ist Ihnen da mal irgendwie was aufgefallen, dass da jetzt, sag mal, so Transporter mit Militärfahrzeugen irgendwie unterwegs waren? Eigentlich weniger, nee, warum fragen Na, so rein aus Interesse. Ach so, nee, da bist, also ich bin ja hier quasi nach Mainz gezogen. Ich bin ja gebürtiger Hesse Aha. und ich komme, das kennen Sie vielleicht aus Wetzlar. Wetzlar in Nähe von Frankfurt, kennen Sie? Nee, Schon das mal sagt gehört? mir jetzt tatsächlich nichts. Ja, das war, Wetzlar Frankfurt war, Main oder an der Oder? nee, Frankfurt Main. Und Wetzlar war mal vor vielen Jahren, war das mal die größte hessische Garnisonsstadt. Wir hatten zwei große Kasernen, Ja, deutsche Kasernen, ja. gibt's die noch? Und wir hatten ungefähr 7.500 Soldaten. Ja. Und das ist aber schon lange, ist schon seit über 30 Jahren schon alles zugemacht worden, die beiden Kasernen. Ach so, Und da ja, lagert und auch nichts mehr, ne? das kann gut sein, dass da noch was lagert. Doch, wir haben auch zwei größere Munitionsdepots gehabt da oben, Aha, also aha. in Wetzlar. Und das eine, da kann man sogar noch rumspazieren. Aber Aha. ich glaube, dass da nichts mehr groß lagert. Also
Weiß ich nicht genau, also da bin ich gerade überfragt. Die haben Ist da ja auch sehr interessant. vieles weggeschafft schon. Ja, Es kann ohne wohin weiteres sein, denn? dass da auch. Das kann ich Ihnen gar nicht sagen, wo die das Ja, hingeschafft na haben. gut, hätte ja sein können. Ja, und in der Nachbarstadt in Gießen, da waren die Amerikaner viele Jahre, die sind auch weg schon seit einigen Jahren. Das war eine riesen amerikanische Kaserne da. Ja. Und ja, so ist das mit den Kasernen hier bei uns in, ja. Und in Mainz gab es ja auch mal, das ist auch zugemacht schon, ja. Ja. Das Das ist ja, wird ja sagen alles. wir mal, relativ entmilitarisiert bei Ihnen. Ja, kann man so sagen, Ja, das ist genau. ja auch nicht verkehrt, ne? Nee. Also wie gesagt, wunderbar. So, pass auf, ich werde Ihnen jetzt gerade mal diesen Antrag zuschicken. Den schicke ich Ihnen jetzt zu. Den kriegen Sie von mir einmal per E-Mail und Ja. einmal per SMS. Das kriegen Sie doppelt gemoppelt hält besser, sage ich immer. Ja, das stimmt So, schon. warten Sie mal, dann gucke ich mal, ob das schon hier ist bei mir. Da haben wir schon so. Das kriegen Sie jetzt einmal, wie gesagt, per E-Mail und einmal per SMS. Das dauert einen kleinen Augenblick. Dann kriegen Sie das. Ja, sie machen das schon, ne? Ich mache das schon, ja. Das dauert also, wie gesagt. Ah ja, okay. So. Jetzt schicke ich das Ihnen erstmal per SMS raus. Das kriegen Sie jetzt gleich. Dauert so 1, 2 Minuten. So, ist schon raus bei mir. Und jetzt Ja. nochmal per E-Mail. Haben Sie denn selber, So. sage ich mal, auch früher den Militärdienst vollzogen? Ich habe ganz normal 18 Monate Wehrdienst gemacht, ja. Ja. Ich Und habe 18 Monate und ist das ein ja. Interessensgebiet von Ihnen? Ich war früher beim Nachschub. Ja, ein Beim, 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 Versorger. genau, beim Nachschub. Nachschub ist ja immer wichtig. Ja. Und aber das war jetzt nicht so. Das war nicht so hart, sage ich mal, wie bei den Grenadieren, Ja. Panzergrenadieren oder anderswo. Das konnte man aushalten, ja. War nicht so schlimm. Ja, das Naja. hört sich ja entspannt. Ich bin ja früher, also ich habe als Perser angefangen, falls Ihnen der Begriff noch was sagt. Perser? Ja. Nee, sag mir jetzt nichts. Ja, ist Personalsachbearbeitung. Ach so, Perser. Ja, der Okay. Perser, das ist ja im Prinzip die Abkürzung dafür. Also ich komme nicht Ja, aus dem Iran, super. ne? Ja, genau, der Perser. Der Ja. perverse Perser, ja. Ja, das haben sie früher auch immer zu mir gesagt. Also ich habe dann immer geantwortet, ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich's komplett ungeniert. So ist es, ja, genau so ist es, ja. Ja. So, jetzt muss ich mal fragen, haben Sie die SMS bekommen schon? Ich weiß gar nicht, wo ich mein Handfunk-Fernsprechgerät deponiert habe. Weil Sie rufen jetzt ja auch gerade auf dem Festnetz an bei mir. Ich habe hier gewählt, wir haben hier gewählt Aber Ihre 01579, E-Mail gell? ist angekommen. Das ist schon mal gut, das ist schon mal sehr gut. E-Mail ist angekommen schon mal. Ja, da steht Und Frau Breitsamer drin. Wollten Sie eigentlich mit meiner Frau sprechen? da steht Frau Breitdame. Ja. Nee, eine Frau sind Sie ja nicht, nee. Nee, nee, auch wenn man das bei der kaputten Stimme fast annehmen könnte. Das heißt, Sie haben auch noch eine liebe Frau, oder? Ja. Ich sag, Sie haben auch noch eine liebe Frau, ja? Nee, Ja. nee, ich bin ja Witwer, deswegen Ach so, frage ich. Witwe. Ach so, sorry. Alles Alles gut, gut, alles gut. alles gut. Ja, haben Sie jetzt, also Sie haben die E-Mail bekommen und die SMS noch nicht? Nee, ich weiß nicht, wo das Gerät ist. Also wenn Sie die E-Mail haben, ist ja auch schon mal gut. Auf Das ist jeden schon mal sehr Fall. gut. So, jetzt muss ich mal fragen, was haben Sie denn für ein Handy? Was haben Sie da für ein, haben Sie ein Apple, haben Sie ein iPhone, was haben Sie? Nee, das ist ja im Prinzip die neueste Eigenentwicklung vom Kreml. Sagen wir, mit den amerikanischen Modellen dürfen wir ja nicht arbeiten, das ist ja zu gefährlich. Ja, was haben Sie denn für ein Handy? Das nennt sich Tuyakbai 13. Wie heißt das? Tuyakbai 13. Huawei. Nee, nicht Huawei, Tuyakbai, das ist eine Eigenentwicklung von Mütterchen Russland, ne? Was ist das denn? Was ist das denn für ein Handy? Ich weiß jetzt, ich bin kein Techniker, das ist halt so eine Sicherheitsgeschichte, ne? Da gibt's kein GPS, da gibt's kein WhatsApp und all sowas. Das ist halt so ein Gerät für diplomatischen Dienst, Ja, ne? was haben Sie denn da für ein, was haben Sie da ein
Google Play Store oder ein App Store drauf, gucken Sie mal. Nee, sowas gibt's da nicht. Das wären ja Riesensicherheitslücken. Wie gibt's da nicht? Aber das brauchen wir doch, Nee, Herr sag mal, Breitbeiner. Ich habe das. wenn es da, sag ich mal, Ich. Aktualisierungen für gibt, das kommt ganz klassisch noch über CD. Und dann muss man das am Gerät anschließen. Ja, ich habe aber jetzt das Gefühl, dass ich hier irgendwie. Ich weiß nicht. Also Sie müssen doch ein Handy haben. Was haben Sie denn für ein Handy? Haben Sie, weil wir müssen, Sie müssen sich eine App runterladen, wissen Sie? Wozu denn? Wenn wir einen Wozu? Vertrag Dann machen, dann können Sie mir das zuschicken. Sie müssen sich eine App runterladen, weil Sie einen Kollegen anrufen müssen und da müssen Sie sich quasi mit Ihrem Ausweis ausweisen, dass Sie der Herr Breitsamer sind. Nee, Ja, wissen Sie das? das ist ja aber alles sehr, sehr mysteriös hier. Nee, da ist nichts mysteriös dran. Ich muss ehrlich Ich sagen, ich finde es auch gerade ein bisschen krieg langsam mysteriös. das Gefühl, dass Sie, sag ich mal, dass da darauf abgesehen haben, sag ich mal, mein Gerät hier zu infiltrieren. Paruski? Nee, also wissen Sie, was wir machen? Ich glaube, wir beenden das Ganze mal, weil ich habe das Gefühl, dass das alles nicht ganz stimmt, was Sie mir jetzt erzählen hier gerade. Ob Sie mir Das das tut mir jetzt jetzt glauben leid. oder nicht, es ist mir ja egal. Das tut mir jetzt leid, weil Sie haben ja kein Handy. Das ist ja merkwürdig. Ich rufe doch gerade an auf eine Handynummer, denn ich weiß, was für Nummer Ich habe Ihnen doch ist das schon hier. Ja, gesagt, dass das alles relativ halboffiziell hier läuft und dass das ein Gerät ist, das... Oh, dieser Typ, ey.